Hallo und herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. Ja, wir sind hier immer noch mit... Wie heißt der denn nochmal? Ich hab's vergessen. wir sind im Live-Let's Play und wir sind hier mit... Oh, wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Verdammt. Staunt, die Geschichte wird lebendig. Motorisierte Patrioten. Ah ja, cool. Ich habe auch eine längere Pause gehabt vom Aufnehmen. Die Folgen kommen jetzt übrigens auch. Oder wenn ihr das Video seht, sind die Folgen eh schon gelaufen. Also brauche ich da eigentlich gar nicht großartig was zu sagen. Schrotmunition voll. Du hast nicht genug Kraft. Wie war denn nochmal zielen? Oh Gott, ich habe alles vergessen zum Spiel. Oh Gott, das wird so furchtbar. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Das kann ja lustig werden, weil ich weiß momentan gerade gar nicht, wie die Steuerung ist. So, Comstock, aha, Cadets. Was? Right? Der ist, was? Us? Wind is coming. Wind is coming! So, dann gehen wir weiter. Da können wir ein Lockpick benutzen. Haben wir noch ein Lockpick? Kannst du das öffnen? Das ist alles? Oh. Keine große Herausforderung. Bitte. Ach ja, Elisabeth, genau. Elisabeth. Es geschah im Internet. Wie konnte ich nochmal meine Dings wechseln? Beherrschung. Hält zwar nicht ewig, aber ich kann währenddessen mal eben... Scheiße, wir haben 5 Lockpicks dafür, verdammt. Solange noch mehr. Bitte sehr. Yeah, danke, Elisabeth. Danke. Hallo, Kevin. Hallo, Kerstin. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. So. Uah. Wir haben eine längere Pause gehabt. Die Folgen kommen übrigens jetzt auf YouTube. Die habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe heute die erste Folge nochmal neu aufgenommen. Also, das kommt jetzt alles. So. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Neuer Hut. Beschütztes Leben. Du bist kurzfristig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks und Gesundheitskits erlangst. Oh, das ist cool. Vergleichen. Was habe ich jetzt da momentan drin? 70% kritische Chance und Nahkampfziele zu betäuben. Ziel ist... Das nehme ich jetzt. Direkt anlegen. Ja, alles supi bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ich hoffe, bei dir auch. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz da und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradiert mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Hallo, Flash and Fango. Press to launch your enemies into the air. Drück, um deine Feinde in die Luft zu schicken. Hold and release. Halte und lasse los, um eine Impulsivfalle zu erzeugen. Eruptive Falle. So, drücke L2 und schieße Gegner in die Luft. Halte L2 gedrückt und lasse die Taste wieder los, um eine Bockener Bass Brokkong Falle aufzustellen. Gegner in die Luft erleiden größeren Schaden. Aha. Na, da bin ich aber gespannt. So, heute ohne... Ja, Bioshock ohne Cam. Das finde ich besser, weil das Spiel lebt von der Atmosphäre. Deswegen. Eine Lektion. Ich weiß, ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Aber ich sage euch klipp und klar, Cornelius Slade ist kein Held. Er hat so lange in Finkten gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ging es nach Slade? Hab ich da was gehört? Säßen diese fadigen Kartoffelfresser in verdammter Mist! Schlagt ihn nicht! Klein! Ja,
Oh Gott. Uah. Hilfe. Hilfe. Okay. Okay, okay. Eine richtig Menge Action hier gerade. Aber es geht einigermaßen. Uah. Okay, das Ding gehört uns nicht mehr. Aber jetzt. Wie kann ich denn nochmal. Ah, hier. So, jetzt haben wir sie. War's das jetzt? Alter, wer ist er denn? Wow, warte mal. Wer war er denn gewesen? Alter Schwede. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Okay. Hab gerade Resi Zero durch. Oh, cool. Geil. Ja, es geht eigentlich weiter bei Bioshock. Die Folgen kommen übrigens jetzt auf YouTube auch. Sind sie gerade nebenbei am Rendern. Hab ja, wie gesagt, die erste Folge nochmal neu aufgenommen. Gestern? Schon nicht gestern. Letztes Wochenende haben wir Resi schon durchgespielt. So. Ich zauber den mal hier für uns. Sehr schön. So, was haben wir denn da? Hier, Gesundheit-Kit. Stell die Gesundheit wieder her. Gesundheit-Kit, stell Gesundheit wieder her. Salz, ja. Munition. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Für Panzerbrechende. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht so weit. Hier, gut auflegen. Danke. Nee, gestern ist ausgefallen übrigens. Dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schaffer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Oh Gott, was ist denn hier los? Kommt, er wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Das Fitzroy ist das, ne? Die hat eh einen in der Pfanne. So, boah, was ist denn hier passiert? Oh Gott, Hilfe! Ah, wie geil das Spiel einfach aussieht. Es ist mega. Und ich finde es cool, dass wir immer Elisabeth dabei haben. In welchem Spiel ist das, dass man Kameraden dabei hat? Ist sehr selten, ne? Ein neues Voxophon. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Okay, Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kamen verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. The Hall of Heroes. Okay. Beweise, dass ich lüge. Da, in der Kanone. In der Kanone ist bestimmt das Buch. Das ist bestimmt das Geheimnis oder so. Müssen wir uns mal behalten. Nee, Bioshock habe ich durchgespielt. Schon beim letzten Wochenende haben wir schon durchgespielt. Freitag, glaube ich. Nee, Samstag war das, glaube ich, ne? Letztes Wochenende. Aber die Folgen kommen ja. Hier ist das Ticket-Ding. Also muss die Kanone auch hier stehen, oder? Kann das sein? Warte mal, wenn hier das Ticket-Ding... Hä? Wie cool das immer noch aussieht. Ich bin total happy. Also Bioshock ist so eine große Serie. Und ich bin echt gespannt auf das Spiel, was die momentan am entwickeln sind, das Studio. Tickets? Ach, das ist irgendwie an. Das ist so ein Bogen da hinten. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das finden. So. Okay, wir haben die. Welcome to Soldier's Field. Das ist Tickets. Von Soldier's Field kommen wir ja gerade.
Ich gehe mal hier drüben rein. In der Hoffnung, dass ich hier reinkomme. Ah, guck mal an. Wir sind hier bestimmt nicht alleine. Tired of the waiting. Ich hab hier was. Das hier ist das Codebuch. So, kann ich jetzt... Aha, knacke den Vox Populi Code. Okay, wir gehen nochmal zurück. Aber wir haben den Code jetzt. Konnte man bei Bioshock 1 schon rennen? Oder zumindest Eier zielen ging, glaube ich, nicht, ne? Das war das ja, ne? Hey! Scheint nicht schwer zu sein. Hut ja, ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox? Was heißt denn Hut ab für die Vox? Guter Tipp, der Hut. Nein. Wie geil. Ein Secret Room. Cool. Das werde ich mir ansehen. Ich will wissen, wie es zu Ende geht bei Resi. Ja, kannst du machen. Ist das so ein komischer Raum hier? Boah, dieser Automat. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein. Ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Panzerfaust, okay. Infusion. So, jetzt können wir wieder auswählen. Entweder Gesundheit, Schild oder Salz. Wir haben drei... Wir haben gut ausgeglichen, ne? Drei Schild, drei Gesundheit, drei Salz. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit Gesundheit an. Das heißt, ich fühle mich schon besser. Ja, ich fühle mich auch schon besser. Kiste durchsuchen. Kisten durchsuchen. Okay. Jede Menge Sachen wieder hier. Und der Safe ist schon offen. Danke. Voll geil. Ich hätte auch gerne eine Freundin, die mir immer Geld zuwirft. So. Flexi, lange her mit Bioshock. Ja, das stimmt. Sehr lange her. War das letztes Jahr, ne, oder? War das letztes Jahr, wo wir das aufgenommen haben? Angefangen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube. Ich glaube, letztes Jahr war das. Aber das Spiel ist so geil. Ich will das unbedingt durchspielen. Weil ich bin ein großer Bioshock-Fan. Na, komm her. Warte mal. Booker, hier. Danke. So, jetzt können wir nach drüben nochmal gehen. Und können mal schauen, dass wir da... Vielen Dank an neuen Zuschauer. Vielen lieben Dank. So. Aber ich hätte nie gedacht, dass Bioshock, oder beziehungsweise normalerweise ist es ja immer so, wenn mehrere Teile von einem Spiel gibt, ist ja meistens so, dass der zweite schon schlechter ist wie der erste und der dritte sowieso ganz katastrophal. Aber Bioshock war so, der zweite war zwar schlecht, war aber irgendwie auch wieder gut, aber der dritte ist noch besser wie die ersten beiden. Und das finde ich so geil. Das Wort des Propheten präsentiert die Vox Populi. Hunger! Unzufrieden. Die wollen was von... Oh, die wollen, was euch gehört. Ohne Arbeit, ohne Herkunft. Voll rassistisch, das Spiel eigentlich. Komm, zu fliegen nach Freiheit. Verteil dich, Columbia. Ende. Voll rassistisch, ne? Und am Anfang hat das so harmlos angefangen, das Spiel. Und jetzt wissen wir, worauf das hinausläuft hier alles. So, haben wir noch... Oh, Salz. Salz sind voll. Die Kasse sind noch ein paar Silberdollar drin. Schokolade esse ich gerne. Den Automaten tue ich mal eben ausräubern. So, dann kann ich nochmal Salze einsammeln. Huch, Vorsicht, Elisabeth. So, was haben wir hier? Okay, hier ist ein... Machen wir mal auf. Na klar.
Sie erinnern mich unheimlich an Alice. Fertig. Das habe ich noch letztes Mal schon gesagt. Ja, war letztes Mal, meine ich auch. Das Spiel ist aktueller denn je. Ja. Vor allem so ein gutes Spiel. Was ist das? Achso, die Uhr. Krass. Okay, was haben wir hier? Oh, Ausrüstung betrachten. Neue Hosen. Skyline-Nachlader. Wenn du von einer Skyline springst, wird deine Waffe nachgeladen. Das brauche ich nicht. Ich nehme das nur mit. Mhm. Boah, wie viel Kohle wir haben. Ist ja faszinierend. Wir sind aber auch sehr sparsam, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. Ja, wie gesagt, ich mache nur so 2 Stündchen heute. Weil ich ja die anderen Videos noch fertig machen will, also noch hochladen möchte. Die anderen Bioshock-Folgen von letztes Jahr. Wo wir angefangen haben aufzunehmen. Da muss ich noch die letzten Folgen von, wie heißt es denn? Meinst du, komm jetzt drauf? Adam's Venture habe ich auch durchgespielt heute. Ja, und Bioshock habe ich angefangen. Der Verkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur... Das wird absolut fantastisch. Jawoll. Das ist so cool gemacht. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es genau gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Okay. Ich würde sagen, wir fahren mal mit der Skyline. Die Strecke ist frei. Jawoll. Ich würde sagen, in die Richtung. Alter Schwede. Wuhu. Oh, wie cool das ist. Ganz ehrlich. Das ist voll geil. Da oben ist das... Ist das nicht das, was da, wo die gesungen haben, da die Typen? Achso, ich muss an die das dran springen, ne? Oh Gott. Boah, wie cool. Slate? Den Burschen kenne ich. Gesucht wegen Hochverrat. Immer noch gern Feinde zu machen. Und Aufruhr. Cornelius Slate. So, erleben Sie Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Läuft ausschließlich mit Flint Industry. Shock Jockey. Okay, da unten leuchtet was. Ich geh mal eben hin. Schau mal, was wir hier haben. Das ist, glaube ich, wieder der Raketenwerfer. Irgendeine Panzerfaust. Ich weiß nicht, ob wir die Panzerfaust gut benötigen. Oh. Ich habe mich erstmal gefreut. Juhu, Leiche gefunden. Juhu. So. Hier haben wir wieder ein Voxophon. Das heißt, wir können uns wieder was anhören. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage... Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Schockjockey und dann nichts wie weg. Also, ich glaube, den... Uah! Okay. Wir brauchen das Schockjockey. Okay, der nächste Kampf steht an. Komm, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wo sind sie denn? Ach, da oben. Danke. Wow. So, der ist weg. Der nächste Kandidat. Da oben ist noch mehr.
Da ist noch jemand. Oder war derselbe? Was stand da gerade irgendwie? Was steht da? Hall of Heroes, exklusiv gefördert durch Chuck Jockey. Chuck Jockey? Okay. Da ist noch ein Automat, da nehmen wir noch was mit. So. Können den Automaten wieder was zaubern. Dann kriegen wir wieder Money, Money, Money. Wie cool ist denn Munition von Elisabeth einmal kriegen? Damit sparen wir echt Kohle. Warte mal, der Teufel. Gucken wir mal, Teufelskuss. Teufelskuss ist auch ganz cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt alle Teile von Bioshock bis jetzt gespielt, auch vorher schon. Und ich muss sagen, beim dritten Teil habe ich mehr die Innovation oder mehr die Power oder Lust, die ganzen Plasmide zu nutzen. Heißen ja nicht mehr Plasmide hier. Versuchen Sie Fink. Chuck Jockey, okay. Danke, Mr. Fink. Überleg mal, man würde in Wirklichkeit, also im Real Life, so Jockeys bekommen, so Klamotten zum Trinken. Und man könnte zum Beispiel so Strom erzeugen. Durch Magie, wenn das jeder könnte. Boah, das wäre so mies. Gebe einem Menschen die Kraft und er nutzt es zu seinen eigenen Gunsten, würde ich sagen. Ist einfach so. Dass, egal was es wäre, der Mensch würde immer nur... Der Mensch würde immer nur zu seinen Gunsten handeln. Zu seinen eigenen Gunsten, weil der Mensch egoistisch ist, von Natur aus. Ab in die Hall of Heroes. Cornelius Slate, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Die Hall of Heroes. Boah, wie cool das einfach gemacht ist. Suche Chuck Jockey in der Hall of Heroes. Boah, wie geil das einfach ist. Ich habe mir auch damals immer gewünscht, dass man bei Bioshock mal sieht, wie das früher war. Wie das alles noch funktioniert hat. Das habe ich mir beim ersten Teil immer gewünscht, beim zweiten. Oh, der hat Rückenschmerzen. Der hat ein Messer im Rücken. Nein, ich brauche die Kohle nicht. Ich wollte die Dings aufnehmen. Die Kohle. So, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. What the fuck? Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Ich glaube ja, meinen es gibt Ärger. Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Komm her, du Sau. Lauf nicht weg. Gib uns das Schock-Jockey. Wenn genau. Du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Wounded Knee und Peking. Okay. Finde Schock-Jockey. Oh Gott, das wird ja lustig. Das kann ja lustig werden. Willst du den Charakter eines Menschen sehen? Gib ihm Macht. Ja, das sowieso. Das sagte ich ja gerade schon. Das meinte ich ja. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da.
Besiege Slades Männer. Ist unsere Aufgabe. Was steht hier? Comstock, The Prophet is Born, 1874, 1890, The Battle of Wounded Knee. Aha, mhm. Okay. Krass. Die historische Timeline. Mhm. Der Boxeraufstand. Wir müssen jetzt, glaube ich, in beide Richtungen. Schlacht von Wounded Knee. Ja, ja, ich schau mal eben, was wir an Munition noch alles haben. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Achso. Ach, Vergrößerung, das haben wir auch hier. Schadenboost von dem Karabiner. Um 25% mehr Schaden. Kostet 357. Panzerfaust verringert ihm. Achso, die Streuung um 5%? Bei dem Maschinengewehr. Den Schaden hier, den Schadensboost würde ich gerne kaufen für den Karabiner. Machen wir mal. Ach krass.